So, dann herzlich willkommen zum Nachmittags-Update, Zwischensendung. Im DAX gab es ja eine mächtige Bewegung, genauso wie im Bund Future. Im DAX, den schauen wir mal gleich an, gab es leider eben nicht eine komplette Berührung hier des Abwärtstrendes, des Abwärtstrendkanals. Trete ja, exakt bei 8699,29 nach oben. Das Buy-Limit lag eben bei 6080, bei 8670,80 rum. Und von dort an ist dann der DAX 150, 160 Punkte gestiegen. Und aktuell kämpft er um die 8800er Marke. Was mich wirklich ärgert ist, gut, da gab es aber eben noch die bullische Option, dass es hier ein Aufwärtsimpuls sich entwickelt, war halt nicht der Fall. Die bärische Kerze gestern um 16, 17 Uhr hat eben dazu geführt, dass wir hier eben neues Tief erreicht haben und eben die Befürchtung, dass der Nasdaq dann ein bärisches Reversal, nachdem er zwei Tage lang eher ein bullisches Reversal auf das Parkett gezaubert hat, kam eben natürlich dazu und zusätzlich eben der Druck des Nikkeis. Was kann man jetzt hier noch rauslesen oder erkennen? Hier scheitert er wieder an der Unterkante des Rainbows im Stundenchart. Im Prinzip alles, was unter der 9000-Punkte-Marke ist, also das letzte Mal ist er eben hier am 38er gescheitert. Sollte er jetzt diesen mal per Schlusskurs, also per Stundenschlusskurs überwinden, wäre dann eben das Ziel rund 300 Punkte bis zur Oberkante möglich. Natürlich durch diesen Abverkauf haben sich einige Chartbilder eben verschlechtert. Der Dow Jones hält sich über seinem Vorgängerniveau, genauso wie eben hier der S&P 500 Index. Wie man eben sieht, ich habe hier unten, ich glaube, es ist schon mein aktueller Chart, habe ich jetzt hier keine Unterstützungen mehr. Also wenn das jetzt hier wirklich auf Wochenschlussbasis fällt, dann sehe ich wirklich auch erstmal schwarz. Aber gut, noch ist es nicht der Fall. Denn wie jetzt hier auch eine Amazon oder eine X oder die Alphabet-Aktie, eine Google oder auch eine Apple, die ist im Prinzip eher am ehesten vergleichbar mit dem S&P 500 Index, liegt eben auch hier am EMA 200 im Wochenchart auf und sollte eben dieses Level halten. Bund Future haben wir leider das Hoch dann verpasst, beziehungsweise der Rücklauf ist nicht hoch genug gelaufen, wegen 7, 8 Pips. Das war sehr ärgerlich, weil er eben anschließend um 70 Punkte gefallen ist und der Stopp wäre dann eben 50 oder 40 Pips entfernt gewesen. Es wäre ein zweifaches R gewesen. Hier beim Nasdaq-Chart ist eben der Fall, dass hier das Gap nicht ganz geschlossen worden ist. Ist zwar angelaufen, ein paar Punkte, aber zum letzten Tief und zum Schlusskurs fehlen noch. Dann verläuft eben auch noch die Unterkante, das heißt der Nasdaq unter 3970 etwa, 60, 65 rum, sind alles nur bärische Pullbacks dann. Und dann dürfte eben noch ein Tief nochmal fehlen. Das wäre jetzt hier eine Aussage, die ich jetzt momentan treffen kann. Da wir aber schon Donnerstag haben, muss es eigentlich relativ schnell abgearbeitet sein, damit die Wochenkerze einigermaßen noch nach was aussieht. Denn hier, wenn die Wochenkerze so bleibt im S&P 500 Index, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ein Durchbruch. Natürlich sehr gegeben, sehr wahrscheinlich. Und dann muss man eben
absolut den Schlusskurs der nächsten Woche abwarten, ob es dann direkt wieder hochgeht. Falls nicht, dann werde ich hier auch jetzt keine Long-Setups mehr mehr vorstellen. Also das sind jetzt hier definitiv die letzten Toleranzen. Im DAX war ja schon lange dann eben auch möglich den Ausverkauf. Den haben wir noch nicht ganz gesehen, also die Panik. Aber wie gesagt, viele Toleranzen nach unten sind nicht mehr gegeben, um das Setup, was ich gerne hätte, dass dieses noch Bestand hat. Danke fürs Zuhören und ich melde mich heute Abend dann wieder.